Also es gibt so viel Auswahl, man kann eigentlich überall hin auf der ganzen Welt und das wird schön. Erstens lernt man die Kultur in dem fremden Land kennen. Deswegen ist mir auch wichtig, vielleicht außerhalb von Europa irgendwo zu gehen, auch außerhalb von Asien vielleicht. Und ich denke, es ist auch sehr interessant, einfach die Hochschulkultur in anderen Ländern kennenzulernen und auch ein wenig die juristischen Seiten zu sehen, wie sehr sich das unterscheidet. Ich war an der University of California in Berkeley in Kalifornien. Und das war extrem gut. Das war schön, einfach so sozusagen nach der Hälfte des Studiums bis zum ersten Staatsexamen einmal so eine Auszeit zu haben, wo man einfach mal einen Perspektivenwechsel hat und was ganz anderes sieht. Ich war an der Waseda Law School, das ist in Tokio in Japan. Das war noch vor Fukushima, das heißt, man musste sich noch keine Gedanken über Strahlenbelastung machen. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich hatte auch vorher schon ein bisschen diesen Kontakt zur japanischen Kultur, habe schon lange Japanisch gelernt und wollte das endlich mal ein bisschen auf ein anderes Niveau heben. Ich war in Halifax in Nova Scotia, das ist im Osten von Kanada, ungefähr 1000 Kilometer nördlich von Boston. Und mir haben alle vor meinem Auslandssemester gesagt, das ist die Zeit, die musst du unglaublich genießen. Das ist jetzt am Ende des Grundstudiums und danach geht der Schwerpunkt los. Und das ist so viel Arbeit, das heißt, du musst ins Auslandssemester gehen und richtig viel Spaß haben. Ich war ein halbes Jahr während der Schulzeit in England im Internat und wollte eigentlich immer wieder hin. Das war so quasi der kleine Christoph-Traum, dann einmal nach Oxbridge zu gehen, und jetzt hat es geklappt.